Hallo und herzlich willkommen zu allerletzten Part von der Single Mom Challenge mit mir, Nessie. Und ja, ich werde aufhören mit dem Hallo und herzlich, meine Loch Ness Monster hier, weil das ist cringe. Ich weiß das. Ich wusste einfach, ich wollte nicht dieses typische Hallo, herzlich willkommen machen, aber jetzt einfach Hallo und herzlich willkommen. Und ja, es ist jetzt der letzte Part, glaub 63, ja, von der Single Mom Challenge. Denn im letzten Part ist Lillian leider von uns gegangen, sie ist gestorben. Dann kam der kleine Dummkopf auf die Idee, diese, wie hieß das, Kugelfisch-Nigiri zu essen, was sehr schlecht für ihn war. Eigentlich war das Ziel Max, weil Storyline und so. Aber dann kam William auf die Idee, es zu essen. Und William, geh etwas anderes essen, bevor du mir nochmal dieses Nigiri-Ding nimmst. Zum Glück hat Snow ihn gerettet. Sie hat den Sensemann überredet, ihn nicht wegzunehmen, ihn hier zu behalten. Wir sind alle sehr glücklich drüber. Und jetzt, ja, warum soll denn Max nochmal dieses Nigiri essen? Also, im letzten Part war es so, dass sich Lexi und Max sehr gestritten haben und Lexi hat auch Max betrogen sozusagen. Sie hat halt mit einem anderen Mann geflirtet vor Max und das hat Max gar nicht gefallen und es gab halt auch schon davor Streit, deswegen möchte Lexi, nein, Lexi hat die Chance gesehen, jetzt das ganze Haus für sich zu behalten, nachdem Lillian verstorben ist. Sie war sogar glücklich darüber. Ich weiß nicht, ob das noch hier ist. Nee, anscheinend ja nicht. Sie war unfassbar glücklich darüber, dass Lexi war glücklich darüber, dass Lillian verstorben ist. Sie war glücklich, wirklich glücklich, selbstsicher, ich glaube, inspiriert oder so. Und jetzt möchte sie sich noch an Max rächen, weil sie wollte ja nur sein Geld. Und jetzt, ja, hat sie ihm Kugelfisch-Nigiri gegeben, schlechte Qualität. Bei William hat's geklappt, bei Max anscheinend nicht so super. Aber ja, dann würde ich sagen, Lillian, geh, mach deine Hausaufgaben. William auch. Habe ich gerade zu Snow William gesagt? Nee, warte. Ach, keine Ahnung. So, mal Hausaufgaben. Das kann weg. Hier. Und in die. Wieso sage ich eigentlich, dass jetzt der letzte Part ist? Also, nachdem, wenn es klappen wird, endlich. Wenn Max endlich vergiftet wird von dem ganzen Nigiri-Zeug, wird sich sozusagen Snow rächen. Das kann man, erwartet man eigentlich nicht von einer zukünftigen Prinzessin, aber es wird jetzt so sein. Die wird es nicht einsehen, wie Dexy die Chance genommen hat, wie sie diese Familie zerstört hat, weil Lillian hat sie gehasst, Snow hasst sie. Lexi hat nicht mal ihren eigenen Sohn das Leben gerettet. Es war Snow, niemand sonst. Sie ist auch richtig eine toxische Person, das wissen wir halt alle sie. Könnte es eigentlich noch tausendmal länger machen, aber ich will es nicht mehr in die Länge ziehen, weil es macht echt kaum Sinn. Oder gar keinen Sinn eigentlich. Ist das bitte zu Ende? Was soll das? Und deswegen beenden wir auch das in diesem Part. Also diese Serie, diese Challenge. Und werden auch dann zu der nächsten gehen. Und warum bist du im Dunkeln? Habe ich hier kein Licht gekauft? Uiui, wartet, ich kaufe mal ein Licht. Irgendeine Lampe oder so. Ein Licht. Ich kaufe hier Licht. Lichter sind hier. Lampen meine ich. Komm, irgendeine kommt diese. So. Diese sieht nicht schlecht aus. Hallo. Hey, hier. Geht doch. Und was passiert eigentlich dann mit Snow und William, wenn Max und Lexi dann weg sind?
Und zwar hatte ich die Idee, dass fürs Erste die beiden zusammenbleiben. Ich werde das nicht aufnehmen. Die bleiben einfach zu zweit die ganze, ich sag mal, Jugend, also Kindheit von Golem und die Teenagerzeit von Snow. Dort wird sie, werde ich noch für sie eine Storyline erstellen, die ich dann am Anfang der Snow White Disney Legacy Challenge erklären werde. Geht dann schlafen am besten. Ich komme irgendwie nicht auf den Gedanken. Ich werde halt mit Snow spielen und wenn sie eine junge Erwachsene wird, dann ja, dann werde ich wieder aufnehmen mit, also so, dass ihr mitbekommt, die Challenge, wie die weitergeht und dort werde ich alles klären, was passiert ist. Und sonst, ja, es macht keinen Sinn, die ganze Zeit auch immer so die Single-Mom-Challenge zu sagen, wenn wir keine Single-Mom mehr haben. Und mit Lexi werde ich sicherlich nicht weiterspielen, weil ich kann sie nicht leiden. Das wisst ihr, ich habe diesen Sim aus der Galerie genommen und als ich mir die Storyline von der vorgestellt habe, habe ich sie immer und immer mehr gehasst. Also wirklich, da war purer Hass für sie bei mir. Deswegen, ja, wird da nicht sehr viel mehr mit der passieren. So, und da es jetzt Nacht ist, wir sehen uns am Morgen wieder. Also, wir haben gerade 16:30 bei den Sims und ich gebe jetzt auch mal Max das verdorbene Nigiri-Gericht. Lexi wird was anderes essen und wenn es nicht mit dem Verdorbenen klappt, dann wird sie wahrscheinlich nochmal Nigiri kochen. So, Snow ist fast ausgeschlafen. Es ist Freitag. Gehst du heute in die Schule? Ja. Robbe. In der Schule wirst du da neue Leute kennenlernen, die in der Zukunft ein bisschen mehr was zu tun haben werden mit uns. Und ihr Bestreben werde ich, also das eine zumindest werde ich machen. Mit Snow dieses. Und am Anfang der Challenge, sie hat ja schon ziemliche paar hier Fähigkeiten. Ich glaube, ich werde ihr die meisten lassen, weil Comedy-Fähigkeit, das brauchen wir in der Zukunft nicht. Die Gartenfähigkeit mache ich dann auf Level 1 anfangen. Kochen auch Level 1, Gitarre auch, weil wir werden alles noch irgendwie benutzen oder auch nicht. Und dies, das, Ananas. Ich werde es halt so machen, dass es nicht leichter wird, dass es halt fair ist, insoweit es halt geht. Halt, damit ihr es natürlich auch wisst. Nicht, dass ich jetzt hier eine Storyline mache, die keinen Sinn macht. Was ich auch noch nicht angesprochen habe, ist, dass wenn, ja, die ist jetzt schlecht. Wenn Snow dann zur jungen Erwachsenen wird, schicke ich William, ich glaube, da wird er schon ein Teenager. Warte, das muss ich mir anschauen. Ja, William hat ja vor Snow Geburtstag und ihn schicke ich dann zu seinem Vater, der ein Zauberer ist und Magier und keine Ahnung, was sonst noch er hat oder ist. Denn er hat ja starke Blutlinie und ich habe mir wirklich alles durchgedacht, damit es Sinn macht, damit es nicht irgendwie, keine Ahnung, keine, irgendwie jemand unglücklich ist. Ich möchte ja nur das Beste für meine süßen Sims. So. Ja, die verstehen sich wieder gut, sicher. Gehe jetzt wieder diese Nigiri-Kugelfisch-Zeug machen. Weißkuchen, Kugelfisch, Nigiri. 8 Stück. Ich hoffe für diesen Jungen, ja, du bleibst satt, weil wenn du noch mal kurz vorm Sterben bist, rast dich aus. Gott, meine Stimme sagt echt nein. So, was kannst du denn machen? Du könntest. Ich habe keine Ahnung. Die Bücher. Jetzt habe ich eine Ahnung. Das sind die Kopien. Snow geben. Diese.
Ja, den Rest kannst du eigentlich behalten. Ah, das könntest du eigentlich veröffentlichen. Auch wenn das keinen Sinn mehr macht, kannst du es trotzdem. Hier. Mach irgendetwas, solange es noch geht. Und hier stinkt etwas anscheinend und das gefällt Snow nicht. Boah, hat sie hier gefühlt jedes Gefühl, was man haben kann. Geh Putzwaren, dann kannst du zur Toilette gehen. William. Er findet, ich finde das so unfassbar niedlich, beeindruckende Heldentat, weil Snow ihn ja gerettet hat. Und ich finde das so unfassbar süß. So ein weiterer Grund, warum sie sich noch enger sein wollen, als sie schon eigentlich sind. Also eigentlich sind die sind jetzt nicht ganz super, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich komme irgendwie mit meiner Wortwahl gerade nicht klar, weil ich weiß, dass es der letzte Part ist. Was macht mich echt traurig? Hier, geh, hol ein Gericht. Geh. Jeder geht hier auf die Toilette, geh hier hin. Der Kleine hat sich hier ein bisschen verbuggt, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich ziehe das so hart in die Länge. Ich merke es gerade so selber, dass es so lange dauert. Ich glaube, weil es so bei Max so viele Versuche gebraucht hat. Doch, nee, ich hab nichts gesagt. Ja. Ich habe nichts gesagt. Ja. Lexi hat es geschafft. Lexi hat endlich, also endlich für sie, Max getötet. Und sie ist dabei eher kokett als traurig. Snow ist zur Schule, ich glaube, sie hat es nicht mitbekommen. Geht da Freundschaften schließen, weil sie hat ja nichts mitbekommen. Zeuge von Ableben. William, geh bitte zur Schule. Ich möchte echt nicht, dass du da hier jetzt dabei bist. Gott. Ja, du und traurig. Du bist eher glücklich darüber. So, und jetzt bist du dran. Wir machen es einfach so. Lexi ist jetzt, keine Ahnung, selber diese Nigiri, weil mir fällt gerade kein Grund ein. Sie ist es einfach jetzt aus irgendeinem Grund, der mir vielleicht jetzt nicht einfällt. Vielleicht fällt euch irgendein Grund ein. Max ist jetzt weg. Snow hat jetzt beide Eltern verloren. Wie sie sich freut, habt ihr das gesehen? Die freut sich, die ist gar nicht traurig, die freut sich darüber sogar. Die ist glücklich, dass er weg ist. Hier, dann gehst du noch mal was essen. Snow hat Suella. Nein, du sollst eine andere Person kennenlernen. Vor allem machst du jetzt Lexi bitte hinne, weil. Eieiei. Ich habe noch einiges anderes zu tun im Privatleben, Freundin. Ach, du bist, gehst mir echt auf den Keks. Mädel. Ja, der Sensenmann, du kommst sowieso gleich wahrscheinlich wieder. Ja. Ist das irgendwas wegen diesem Stuhl oder so? Warum sterben alle auf diesem Stuhl? Also außer William, der kurz davor gestorben ist. Kurz davor. Das war jetzt frech, Sims. Oh mein Gott, das war jetzt so frech. Adriana. Ja, das juckt mich gar nicht, dass sie stirbt. Bei Max bin ich gerade eher traurig. So. Lexi ist verstorben. Okay, ich wurde gerade im perfekten Moment von jemandem angerufen. Diesen Anruf habe ich eigentlich gar nicht gebraucht, weil. Ja, super, ne, jetzt bin ich aus der Fassung. Ja. Ja, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll.
Die Challenge ist in dem Moment, das machen wir mal bitte weg, weil das will ich nicht hier haben. Die Challenge ist in dem Moment mit der Storyline beendet. Und das heißt, dass mit, ja, ich komme echt nicht auf den, ich weiß auch, ja, das heißt, dass die nächste Challenge die Disney Legacy Challenge sein wird mit Snow White. Und das wird erst passieren, wenn Snow zu jungen Erwachsenen wird. Und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, weil ich glaube, ich habe es auf 25 Tage eingestellt. Ja, okay, jetzt 21 Tage. Und das ist ziemlich lange. Das ist wirklich lange. Aber ich werde euch wirklich alles erzählen, es zu erzählen gibt. Das Letzte, was wir noch machen werden, ist kommst nach Hause. William ist auch sehr traurig. Ja, seine Mutter ist auch gerade gestorben. Du kannst auch die. Nee, das kannst du nicht. Dann lassen wir es lieber, weil. Oder nein, wartet, wartet, wartet. Du kannst auch die Bindung zur physikalischen Welt verstärken. Zeuge von Ableben sein, ja. Ja. Kannst du das nicht nehmen? Doch. Wir nehmen jetzt die beiden in unser Inventar und gehen jetzt mit unseren zwei, wie heißt das, Waisenkinder? Ja, ich glaube Waisenkinder, oder? Ich komme echt nicht auf den Gedanken, Mann. Wir gehen jetzt mit unseren Waisenkindern, unseren beiden Schätzen zum Friedhof. Und ich weiß, also Lillian werden wir dort hinlegen, Max werden wir dort hinlegen, Lexi werden wir aber nicht dort hinlegen. Lexi werde ich dann ins Inventar von William geben, weil Lexi ist. War zwar ein Teil der Familie, aber ich glaube, William möchte das nicht, weil der ist ja wirklich ziemlich klein. Er versteht das Ganze noch nicht ganz. Er wird es wahrscheinlich jemanden anderen geben, der drauf aufpassen wird, auf seine Schwester. Das ist halt Tavin, sein Onkel. Dort wird er auf seine, ich weiß nicht mehr, kleine oder große Schwester aufpassen. Ich glaube, Zwillings habe ich eingestellt, Zwillingsschwester, ja. Und dort bleibt auch Lexi und Lillian bleibt mit Jeanette und Max bei der Familie. Ja, an diesem Grab. Ich habe sogar hier ein bisschen Platz gelassen. Ich glaube, das war. Max kommt hier hin. Ah ne, das muss ich wieder richtig machen. Und Lillian kommt. Nein, wartet, wartet, wartet. So, Max kommt hier auf die Seite. Snow kommt. Snow, nein, Snow noch nicht. Jeanette kommt in die Mitte. Und Lillian auf die Seite. Damit einfach Jeanette neben ihrem Ehemann und neben ihrer Mutter ist. Weil es wäre sonst sehr traurig, wenn das nicht so wäre. Hallo. Das möchte ich wegmachen. Das möchte ich wegmachen. Wartet. Kann ich das? Ist das wegen dem Boden oder was? So. Kann ich es irgendwo. Ich leg's hier hin. Ich wollte es eigentlich schöner machen, aber ich habe es dann noch wieder vergessen. Ich werde es nochmal. Diesmal werde ich es wirklich machen. Und. Oh, sie möchte stricken, aber ich würde sagen, geh erstmal bisschen um die drei trauern, weil das war wirklich deine. Ja, Bindung zur physikalischen Welt verstärken und um Lillian trauern. Und hier kommt Lexi zu William.
Der macht ja auch schon Chaos. Er versteht auch gar nicht, wie er da damit umgehen soll. Ja, das Dorf versteht wirklich gar nicht, was sie jetzt mit sich anfangen soll. Sie hat wirklich, wenn ich dran denke, dass wir die erste Generation, Lidin ist ja unsere erste Generation. In der zweiten sind jetzt wirklich nicht mehr viele. Oh, Maurice ist jetzt größer geworden. Okay, da muss ich auch umziehen. Evelyn, weiß auch nicht. Die Familie, ne? Ich bin so geschockt, wie das alles gelaufen ist. Und im Stammbaum von Jeanette sieht man William leider nicht. Aber war das gerade der Vater? Habe ich ihn aus Versehen? Ja, sein Vater hat ihn jetzt auch schon angerufen. Ich glaube, das bedeutet schon einiges. Ich ziehe das wirklich in die Länge. Nein. Hast du es jetzt gestärkt? Okay. Und jetzt gehen wir nur mit William zu Taven. Unser letztes Ziel, wo wir hingehen, bevor ich diesen Part beende und somit auch diese Serie, dieses Gameplay, das mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Also, ich hätte echt nicht gedacht, dass eine Challenge so lange bei mir dauern würde. Ich habe eigentlich gedacht, dass es so wie bei der bei der Runaway Teen Challenge sein wird, dass ich nur 27 Parts mache und dann aufhören werde, weil ich sofort mit, wie heißt sie, sofort mit, weil ich sofort mit Snow spielen wollte. So war es ja. Ja, komm, die geht jetzt zu zweit doch, egal. Weil mit Gaia war es auch so, dass ich so sehr mit der spielen wollte, eine neue Challenge nach der Runaway Teen Challenge, dass ich einfach so abgebrochen habe. Und hier wollte ich ja das nicht. Hier habe ich wirklich versucht, diese Storytelling, wirklich mal was Neues zu machen für mich, weil sowas kenne ich gar nicht. Also selber bin ich gar nicht drauf gekommen. Und ich versuche wirklich mein Bestes mit Storytelling. Auch wenn ich oft den Faden verliere, eigentlich habe ich nie einen Faden. Ich erzähle nur das, was mir gerade einfällt. Ich versuche wirklich das Beste zu machen und ich wiederhole mich immer wieder oder und zu viel. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwie geschafft habe, bis jetzt hier nicht einfach die Serie abzubrechen, weil sie mir zu langweilig ist, weil die Serie war überhaupt nicht, also dieses Gameplay, es heißt Gameplay, nicht Serie. Serie sind so auf Netflix oder so. So, und hier sind schon alle Hundis, mit denen wir noch in der Zukunft ganz schön viel zu tun haben werden. Aber es kommt auch noch alles. Geh an die Tür klopfen. Um deinen. Ich glaube, du kennst ihn gar nicht. Nein! Hast du das von Brave Angels? Super. Ich glaube, du kennst deinen Onkel gar nicht. So. Hier ist er. Ja, du kennst Taven gar nicht. Geh dich freundlich vorstellen. Und Snow, du gehst dich auch freundlich vorstellen. Und ich bin mal so. Ich sag mal, das ist ein bisschen frech, aber hier sehe ich einen Garten. Und hier würde ich sagen, hallo, bleib dort. Bleibt einfach mal Lexi. Du kennst jetzt deinen Onkel, mein kleiner Freund. Kennst du ihn jetzt? Hallo. Stammbaum von William Julius. Okay, doch. Hier. Ach, er hat auch Halbgeschwister. Harley Clark.
Wartet, ist das diese Harley? Oh mein Goodness, ist das. Wartet. Okay, das ist mir zu kompliziert. Williams Onkel hat ein Kind mit Harley Clark. Harley Clark hat zwei Kinder, nein, einen nur Kind mit Axel, also dem Vater von William. Und dann hat noch sein Vater ein Kind mit Elsa Bjergsen. Ach du Heiliger, was für ein Drama ist das denn? Was ein Durcheinander. Okay, lassen wir es einfach. Jeder ist an, ich sag mal, seiner Stelle, wo er sein sollte, oder sie. Und Lillian setzt, Lillian, ja, ich nenne sie jetzt schon Lillian. Snow setzt sich mal hin. Und Snow ist jetzt darauf angewiesen, mit dem Geld, was sie hat, es ist ziemlich viel, aber trotzdem kein Einkommen eigenes. Sie ist jetzt darauf angewiesen, selber auf William aufzupassen. Sie wird jetzt ihr Bestes auch draus machen. Sie wird jetzt auch Freunde suchen. Sie wird jetzt ein ganzes neues Leben alleine verbringen müssen. Also mit William, aber auch ohne Eltern, jemanden Erwachsenen. Wo gehst du hin, blöde Kuh? Und ja, und somit ist auch die Serie vorbei. Wo bist du denn? Die ist Gameplay. Und ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat. Ich lade euch herzlich ein zu. Sei leise. Handy, sei leise. Echt, Moment kaputt gemacht. Ich lade euch zum nächsten Gameplay ein. Wenn es rauskommt, schaut es euch wirklich an, weil ich habe das Gefühl, es wird sehr viel dort passieren. Ihr könnt auch zu meinem Discord-Server gehen und mir vielleicht dort ein paar Tipps geben, wie was ich verbessern könnte, irgendwie Storyline, dies, das, Ananas. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr einfach für längere Zeit bleibt und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, bis zum nächsten Gameplay einfach. Nicht zum nächsten Mal, sondern bis zum nächsten Gameplay. Bis dahin hoffentlich sehr bald, ja. Und ja, tschüss.